Keine Ahnung, Idee. Aber das lassen wir jetzt mal sein. Aber wie gesagt, ich denke, das ist auch euer Interesse, weil wie man Minecraft allgemein spielt, kennt ja jeder. Das Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft World. Ja, ich gehöre Minecraft World und wir sind hier auf einem neuen Anwesen. Also, ja, danke vielmals. Und nun, ja, sie sucht gerade in die Luft zu jagen. Was ist eigentlich das? Eine Bibliothek oder was ähnliches? Ja. Genau. Das hättest du wohl gerne. Eine Bibliothek, ja. Wir befinden uns gerade allerdings im Keller. Okay, am besten gehen wir ganz kurz raus. Wir haben das schon mal ganz kurz gezeigt hier. Und ja, schauen uns ganz voraus mal an. Hat sich inzwischen was getan, würde ich mal so sagen. Ja, so ein, zwei Blöcke habe ich noch dazu. Weißt du, was ich vermisse, was am Anfang ganz cool aussah, also anscheinend wie du verworfen hast, sind die coolen Türen gewesen, die automatischen. Ja, die haben zu viel Platz verbraucht und ich habe mir gedacht, die passen nicht ganz zu diesem neoklassischen Design, was ich hier verfolgt habe. Ja, sehe ich. Vielleicht einem der Stockwerke verbauen, so als kleines Gimmick, so der Eck, was man finden kann. Hast du hier so Laub, Blöcke gesetzt? Potzoll habe ich hier gesetzt. Was? Wie? Potzoll heißt dieses braune Zeug. Okay. Das ist ein neues Biom, oder? Warte mal. Echt? Potzoll, tatsächlich. Okay. Ja, genau, das sind aus der Bibliothek haben wir gesagt, oder? Ja. Genau. Es lohnt sich aber hier jetzt zu Fuß lang zu laufen. Ja, genau, gehen wir jetzt nach unten. Alles klar. Und hier ist zu hoch. So viel dazu. Und sind ja zu Fuß und man kommt zu Fuß gar nicht hin. Aha. Kannst du hier mal reingucken? Ja, ich bin zu klein dafür. Ich sehe Kürbisse. Jede Menge Kürbisse. Ah ja. Ah, okay, und hier war Rudini am Werk. Rudini am Werk, genau. Der hilft mir hier. Ja, ich merke schon. Eine oder andere. Nina hat gedacht, sie stellt die Kisten. Wie du willst, keine Ahnung. Nina hat gedacht, sie stellt die Kisten in die Höhe, dann ist sie nicht im Weg, wenn sie abreißt und hinbaut die ganze Zeit. Genau. No. Aber ich bin mal überzeugt, die waren mal auf dem Boden. Ich hatte hier. Ich hatte hier mit Cobblestone mal was hingebaut gehabt. Das siehst du, wo siehst doch. Aus dem Rum, mal schauen, was wir hier finden. Okay, das ist alles ziemlich hoch. Was hast du da? Glowstone und ein Faultier gebaut? Ja. Ah, was war das? Lampen, okay. Das ist auch eine Idee. Leider sind wir ja noch nicht auf einer neueren Version, weil eine neuere Version gäbe es die. Wir sind auf 1.7.10. Ja, aber es gibt auf einer neueren Version gibt es die Eisenfalltüren. Ja, aber die werden wahrscheinlich erst kommen, weil das ist aktuelle Version hier. Ja, im Snapshot gibt es die schon. Ja, Snapshot, ja. Ninja. Ich stelle sicher nicht auf Snapshot-Version, bevor sie offiziell veröffentlicht wurde. Hier ist der Hintereingang. Aha. So, jetzt muss ich mal von Ninja wissen. Achso, warte mal, ich bin doch falsch. Bist du? Jetzt will ich mal ganz. Achso, Hintereingang. Ich habe gedacht, hier unten kommt man rein. Da habe ich gedacht, wie, bitteschön, wie man durch das Fenster hineinkommt. Ja, da, geh rein. Ja. Da habe ich schon gedacht, hä? Wir sind hier nicht bei Luke. Du weißt, was ich damit sagen wollte. so. Ja. Oh je. Normalerweise kommt man ja ein Stockwerk höher rein. Na gut, dann gehen wir mal ein Stockwerk höher. Vor. So.
Falsche Seite natürlich. Einmal ums Haus rum. Das ist das Haus der kurzen Wege. Ja, ich sehe schon. Nochmal runter, so. Also dann geht's hier die Treppe hoch. Ich habe schon gedacht, haben Baufehler gesehen, leider nicht. Schade. Tut mir leid, damit kann ich nicht dienen. Na warte, ich finde bestimmt noch was. Also gut, schon Treppen können. Treppen tun auch gerne irgendwas falsch, sich falsch stellen teilweise. Das gibt's. Oh, warte mal. Das sieht auch alles zu identisch. Ich wette nicht. Wenn's so, okay. Bau, was? Bausatz für Quarry 1. Vanilla Style. Was? Was ist das? Ja, hier unten. Zeug weg. Achso, ja genau, ich habe ja schon eine kleine Zündschnur da unten hingelegt und wir werden die jetzt gleich mal entzünden. Kann man eigentlich mit den oh, ja, ihr habt jetzt was gelesen, ich habe hier was mit dem Mod versucht. Das soll eigentlich ein Portal-Gun hier sein. Sie sieht aber aus wie ein Feuerzeug, das verzaubert ist. Und ja, es klappt zwar nicht so toll, wie es eigentlich tun sollte. Okay, dann werde ich mal eine Redstone-Fackel nehmen. Und mal diese Zündschuhe entzünden und schauen, was passiert. Oh. Doch, ein Zaun. Was, ein Zaun? Ja, ein Zaun da. Der Ecke. Ja, aber es gab eher ein Loch nach unten als auf die Seite. Ich würde vorschlagen, wir bauen die Query und dann schauen wir mal, wie weit hier runterkommen. Okay, ich glaube, ich habe keine Ahnung, was ein Query ist, wenn ich jetzt endlich das jetzt höre. Ja, das kommt aus dem aus den Modpacks, aus den echten Modpacks. Okay. Wollen wir jetzt einfach hier ein Kreuz oben drauf und dann müssen wir an jedes regelmäßigen Abständen dran basteln an dieses Kreuz. Die fahren nachher nach unten, ne? Zeigen genau. Okay, ich sehe schon. Ninja bastelt was. So, jetzt aber in der Zeit, wo Ninja bastelt, möchte ich mal was ansprechen, und zwar was die Zukunft von Minecraft World anbelangt. Und zwar wurde ich letzte Zeit öfters gefragt, wann gibt es neue Minecraft World Folgen, was ist Minecraft World etc. Und ja, neue Folgen wird es wieder geben. Allerdings werden wir wohl mal was bisschen ändern dabei, weil im Endeffekt muss ich ehrlich zugeben, wir haben ja angefangen damals auf alles auf Survival gedrillt und überleben und alles selber sammeln und bauen. Und ja, wenn man sowas baut wie das hier, Das ist ein Ding, wo man blöd gesagt Monate braucht, wahrscheinlich alleine, wenn man hier die ganzen Bücher farmen müsste und jedes Ding selber hinsetzen. Ich habe Ihnen jetzt auch den Kreativmodus verpasst, dass sie hier ein bisschen schneller vorankommt. Das ist so auch gut und recht, wenn man sagen kann, ich habe alles und so weiter gebaut, aber ganz ehrlich, jeder Mensch hat noch andere Sachen zu tun, als nur den ganzen Tag in Minecraft rumzuhängen. Keine Ahnung, vielleicht Verpflichtungen, Kinder und so vielleicht. Echt? Ja, ja, ich habe mal gehört, es gibt Leute, die haben sowas. Ja, ich habe gesagt, ihr wollt ja eh nicht sehen, wie wir nur die ganze Folge rumfarmen und sammeln und so weiter. Ihr wollt ja Produkte und Neues sehen. Ich begeistern lasse von dem, was wir hier bauen. Und dementsprechend werden wir jetzt wahrscheinlich, wenn wir hier weitere Sachen bringen, auch eher in kreativ bauen, also natürlich nicht direkt unbedingt während der Aufnahme. Wir lassen uns euch wahrscheinlich schon mehr zeigen, was wir gebaut haben, damit das auch wirklich abwechslungsreich hier gestaltet wird. Oder zum Beispiel, ich kann euch das zeigen, wie ich ihn in die Luft jage, währenddem sie hier die Leitung für den Tod selber legt. Wäre auch eine Idee. Aber das lassen wir jetzt mal sein. Aber wie gesagt, ich denke, das ist auch euer Interesse, weil wie man Minecraft
Allgemein spielt kennt ja jeder, das weiß ja jeder. Und für das gibt es ja unsere anderen ganz für die ganzen anderen Mod-Packs, die wir hier spielen, wie jetzt gerade ich mit Eis und Moon Quest und so weiter, wo ihr das ja sonst wieder seht, wie das Überlebenkampf und so weiter geht, da müssen wir das ja nicht mehr in Minecraft World auch nachahmen. Das wird sonst auch zu langweilig. Sollte jetzt wirklich jemand sich total da aufs Bein gepisst fühlen, sag ich jetzt mal so, kann er da gerne Kommentare schreiben nach dem Begründung dazu. Aber ich, so wie auch, wenn ihr auch dafür seid, dass wir das hier kreativ weiterführen werden, dass Minecraft World trotzdem noch wachsen wird und ja, vielleicht wirklich ein neues Viertel mal hinzukommt. Meine Idee war ja immer auch mal ein neues Viertel aufzubauen oder mal anfangen zu bauen. Das ist jetzt hier schon so ein kleiner Übergang, würde ich so behaupten. So Neoklassizismus ist doch Mittelalter. Ja, aber rein von der Größe her. nee. Ich sage so ein kleiner Übergang. Habe ich gesagt, das ist bereits. Wenn man das hier denkt, das ist wirklich, das sieht schon eher antik hier aus. Aber wie gesagt, Das von Versailles wäre zum Beispiel Vorbild genommen. Genau, eben. Das ist ja auch schon nicht mehr wirklich Mittelalter, ist schon ein bisschen später ja auch schon. Genau. Und ja, ich denke, ich mit dem sich auch viel Interesse bin. Ich weiß, Moment mal, ich weiß immer noch, was du hier baust. Das sieht total schräg aus. Ach, ich habe hier in die Mitte mit den Repeatern habe ich eine Glocke gebaut. So, die Zuschauer werden jetzt bei meinem Bild sehen, wie ich von oben nach unten schaue und man sieht, dass das gar nicht wirklich in der Mitte ist. Mehr oder minder in die Mitte. Und jetzt muss noch in jedem Dispenser noch TNT gelegt werden. Welche Dispenser? Ah, ich dachte, das sind Metallblöcke. Lol. Okay, von oben hat das aus dem Metallblöcke. Jetzt habe ich gedacht, welche Dispenser, bitteschön. Metallblöcke? Wissen. Ups. Also wir brauchen TNT, hast du gesagt. Werde ich mal meinen Stack mal ein paar Stacks TNT füllen. Ja, einfach nur ein Stack dürfte reichen. Genau. Ja, gleichzeitig möchte ich jetzt gleich einen Aufruf starten für die Mitspieler, die ja schon Vergangenheit hier mitgespielt haben und die eigentlich immer noch auf den Server kommen könnten, aber natürlich auch ein bisschen Pause machen zur Zeit, dass sie von mir, wenn sie sich bei mir melden, dann auch den Kreativmodus erhalten, damit sie dann auch auf kreativmäßig was machen können, wie zum Beispiel unser Wickel, der mit seinem Schiff auch mal fertig werden möchte, aber der inzwischen halt auch passiert hat, weil er halt immer mehr da war, der ihm Materialien verkaufen konnte. Und das alleine hat wirklich, wie gesagt, ein Ding der Möglichkeit. Also es ist so möglich, aber es hat wirklich ätzend viel Zeit, da drauf geht. Und man hast jetzt schon alle gefüllt und ich versuche die... Oh. Du darfst jetzt hier an diesem Block, wo ich jetzt drauf stehe, kannst du eine Seite hier. Also drauf? Oder? Ja, noch nicht getickert. Warte mal, das hat noch nicht... Jetzt passiert, wenn du da jetzt einen Fackel hinstellst, geht was los. So, hier an der Seite kommt noch eine Redstone-Fackel und sofort wieder weg machen die Redstone-Fackel. Damit der Clock entsteht, ja? Ja, ich brauche nur ein Kick-Signal. Genau. So gucken. Ups. So. Wir sehen jetzt gerade, wie hier Ninja alles zerstört. Okay, ich sehe Lava, ich sehe Wasser. Ups, da geht ein bisschen was kaputt. Ja, da ist was neben vorbeigelaufen. Das war ein Schild, war da. Ein Schild steht. Oh, hä? Das ist eine Bank. Oder das war eine Bank. Ach so. So. Wollen wir mal auf Wasser treffen? Ich sehe nichts mehr. Bei mir leid. Laden die Chunks nicht. Doch, bei mir laden sie immer noch. Die Lava. Ja, immer ganz kurz sehe ich sie auch.
So, und wir machen jetzt einen kleinen Cliffhanger. Wenn ihr sehen wollt, wie es hier später aussieht, dann schaut beim nächsten Mal wieder rein. Das heißt Minecraft World. Ich bedanke mich Bis beim, genau, ich bedanke mich beim Linia für die Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss.